Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Hatten wir schon ein bisschen länger nicht mehr. Seit dem letzten bin ich viel fetter geworden. Also, es geht um folgendes Thema. Mir ist aufgefallen, dass ich bei meinen Livestreams immer weniger Beteiligung bekomme praktisch. Ich kriege sehr wenig Zuschauer, und wenn ich welche kriege, schreiben die halt auch leider nie. Die genießen dann halt den Stream über ihren Fernseher wahrscheinlich oder so. Ich weiß es nicht. Aber das Ding ist, das Livestreamen, gerade auf Twitch, habe ich gemacht, in der Hoffnung, ich würde irgendwie ein bisschen neues Publikum anziehen können. Dem ist aber leider wohl nicht so. Und jetzt habe ich mir halt überlegt, okay, warum ich jetzt final dazu gekommen bin, dieses Video zu machen, ist, ich habe gestern Abend, das ist dann der Freitag gewesen, also ja, genau, habe ich ab wie viel war es? Ab 20 Uhr das neue DLC von Resident Evil 4, vom Remake, gestreamt. Und ich hatte so gut wie keine Zuschauer. Nichts. Und ich denke mir so, okay, welche Zeit würde denn besser passen zum Stream als am Wochenende abends ab 20 Uhr? Mir ist nichts eingefallen. Ich meine, es kann natürlich gut sein, dass ich immer noch Zuschauer habe oder haben würde, die aber eben an einem Freitagabend was Besseres zu tun haben, ne? Es ist natürlich so. Die dann einfach irgendwie was unternehmen gehen und ins Kino gehen und so, und oder mit ihren Kindern was unternehmen, weil viele meiner Zuschauer sind ja auch schon etwas älter. Was ich cool finde, immer noch, muss ich euch sagen, finde ich immer noch gut, dass ich kein Kiddie-Channel bin, sondern dass wirklich viele Erwachsene bei mir unterwegs sind. Ich weiß jetzt nicht, was das Durchschnittsalter ist, ich weiß nicht, wo man es nachguckt, aber ich weiß, dass es so ist. Kommen wir zum Punkt. Ich rede immer um den heißen Brei herum. Jedes Mal. gut. Also, erstmal als kleine Info. Ich werde heute Abend nochmal streamen. Auf Twitch. Ganz normal. Resident Evil 4, das DLC, Part 2, / Finale. Ja. Das mache ich. So. Jetzt ist aber die Frage, wie es in Zukunft weitergehen soll. Ich habe dazu einen Poll in meinem Community-Tab auf YouTube gedingsbumst erstellt, ja. Und da habt ihr im Prinzip die Auswahlmöglichkeit zwischen drei Auswahlen, Wahlmöglichkeiten. Moment. Reset. Ja. Okay. Möglichkeit Nummer 1. Ich lasse alles. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Und hier wird nichts dran rütteln, ob du hier bist und nicht. Heißt, ich stream weiterhin auf Twitch. Die Livestreams lade ich danach im Anschluss auf YouTube hoch. Ab und zu irgendwelche Videos. Meistens Polling-Videos natürlich. Es bleibt alles so wie gehabt. Das ist Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2 wäre, ich ziehe mit meinen Livestreams wieder auf YouTube um. Das habe ich mir nämlich auch mal überlegt, so von wegen, vielleicht würde ich da ein bisschen mehr Zuschauer kriegen, weil da sind nun mal die meisten meiner Zuschauer. Es ist einfach so. Das wäre Möglichkeit Nummer 2. Und letztendlich die letzte Möglichkeit, nämlich, dass ich das Livestream komplett lasse. Ne? Und weil es bringt mir in dem Sinne dann ja nicht wirklich was, wenn ich keine Interaktion kriege. Weil, warum machst du Livestreams? Weil du Interaktion willst mit deiner Community, sag ich jetzt einfach mal. Auch wenn mir nur noch so 5, 6, 7, 8 Leute zugucken. Wobei das Interessante ist, diese Infovideos, die kriegen immer so komisch viele Aufrufe. Da denke ich auch so, vielleicht sind da doch noch ein paar, aber ich spiele einfach nicht das Richtige. Kann ja auch sein. Egal, wie dem auch sei. Das ist Möglichkeit Nummer 3. Ich höre komplett auf mit dem Stream. Ich lade nur noch lange Let's Plays auf YouTube hoch, ne? Also zwischen anderthalb und drei Stunden irgendwie so. Der Vorteil da ist dann einfach, dass ich, während ich eine Aufnahme mache, kann ich einfach meine Aufnahme pausieren und sie dann einfach weiterlaufen lassen. Das ist natürlich ein gewisser Vorteil, weil wenn man dann nämlich mal auf Toilette muss oder so, muss man nicht mal sagen, es gibt eine kleine Toilettenpause, der Tempelmaster hat eine Sache blatt. Ne? Die muss er erstmal leer machen gehen, bevor es hier weitergeht. Und ja, das wäre Möglichkeit Nummer 3. Ihr dürft entscheiden, was ich mache. Wenn es nach mir persönlich geht, wenn ich jetzt der Einzige, also ich meine, ich bin ja im Prinzip der Einzige, der es entscheiden muss letztendlich, weil es geht schließlich um meinen Content. Aber wenn ich jetzt euch nicht mit einbeziehen würde, würde ich das Livestream komplett sein lassen. Bin ich ganz ehrlich mit euch, weil what's the point? Weißt du? Es gibt Streamer, die streamen, um Kohle zu machen. Mir ist das egal. Am Anfang war es mir nicht ganz so egal, das gebe ich auch zu. Da fand ich es ganz nett, mal eine Donation zu kriegen. Jetzt verdiene ich aber ganz gut in meinem Beruf. Und deswegen bin ich auf sowas auch nicht mehr angewiesen.
Ja, Unterstützung schön und gut, aber ihr unterstützt mich in dem Sinne viel mehr, wenn ihr einfach ja, euch meinen Content anguckt, euch beteiligt, ein bisschen was schreibt ab und zu mal, hier und da mal einen Kommentar vielleicht zu einem Video oder einfach, wenn ich jetzt live streame, einfach mal ein bisschen labern. So, deswegen, das war so mein Gedankengang dabei. Ihr könnt eure Meinung gerne reinschreiben. Ich weiß, dass ich sehr unregelmäßig streame. Ich weiß, dass ich immer denselben Kram spiele. Das weiß ich alles. Ne, das sind alles Faktoren, die damit reingehen. Natürlich, wie viel Feedback ich von eurer Seite kriege. Das Ding ist halt, gute Spiele sind rar geworden. Die meisten Spiele kommen unfertig auf den Markt. Ich habe auch wieder beim DLC von Resident Evil 4 die Mikroruckler, die eigentlich nicht sein sollten, weil mein Rechner deutlich stärker ist als die empfohlenen Voraussetzungen. Aber was weiß ich. Das Ding ist einfach, ein gutes Spiel ist schwierig zu finden, ja. Deswegen bin ich ja auch immer noch am Überlegen, ob ich eventuell mir mal eine Xbox hole. So eine Xbox Series X war es, glaube ich, mit einer Capture Card. Und dann könnte ich so ein paar ältere Spiele halt auch dann aufnehmen. Aber egal. Leute, geht in den Community-Tab, votet, was ihr am liebsten hättet. Und seid da ganz ehrlich. Ihr könnt unter dieses Video eure Meinung dazu ganz schreiben. Solange es nicht totaler Stuss ist, werde ich auch darauf antworten. Und ja, ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Bowling-Videos wird es natürlich weiterhin auf YouTube geben, weil das ist meine zweite große Leidenschaft. Eigentlich ist es meine erste große Leidenschaft, wenn man ganz ehrlich ist. Und da geht bald auch die nächste Saison wieder los und dann gibt es auch wieder B-Logs und so. Aber nichtsdestotrotz ist mir das ganze Zocken mit euch, für mich selber auch, ist mir schon trotzdem wichtig. Und deswegen möchte ich halt auch, dass das läuft. Aber gut, das hängt halt hauptsächlich von mir ab, bin ich ganz ehrlich. Und ja, nicht, dass ich unter meinen Videos mehr Interaktion kriege in Form von Kommentaren. Aber gefühlt doch ein bisschen mehr. Also gerade unter den Bowling-Videos, da schreiben gerne mal welche. Und ja. Naja, nur ein View ist halt, das ist halt nur so eine Zahl, die nichts wirklich aussagt. Ne? Du klickst drauf auf das Video, lame, und machst das Video wieder aus und machst was anderes an. Ich krieg den Klick dafür vielleicht zwar, aber mir sagt das nicht, ob den Leuten das Video gefallen hat, ob sie Spaß hatten, ob ich was ändern kann. Und ja, deswegen. Aber das ist halt das Problem, sowohl bei den Livestreams als auch bei den Let's Plays, dass die Leute tatsächlich halt nicht so viel schreiben. Das ist ja auch okay, ihr müsst ja nicht, ihr seid nicht verpflichtet dazu. Aber ich würde es schön finden. Wenn ihr euch dafür entscheidet, dass ich gar nicht mehr streamen sollte, wenn da ein Großteil für ist, dann wäre das natürlich schade, damit geht so eine kleine Ära zu Ende. Aber gleichzeitig beginnt damit natürlich auch eine neue so ein bisschen. Und wenn ihr sagt, hier, probier doch mal auf YouTube zu streamen und das würde ich dann auch tun. Wenn ich dann aber merke, okay, es ändert sich nichts, ich krieg nicht mehr Feedback und mehr Interaktion, dann würde ich da auch dann irgendwann sagen, okay, Versuch gescheitert, ich mache nur noch Videos. Und dann könnt ihr euch die Videos raussuchen aus den Playlists, könnt ihr angucken, wenn ihr Zeit habt. Wenn ihr eine Anregung habt, was reinschreiben, wenn nicht, dann nicht. Und ich konzentriere mich mehr so auf meinen Bowling-Video-Content und alles. Und ja, Specials gab's schon lange nicht mehr, wird's auch wahrscheinlich lange nicht mehr geben, weil wovon soll ich Specials machen, ne? Außer jetzt zum Beispiel wirklich mal für den extrem seltenen Sonderfall, dass ich irgendwo ein Bowling-Turnier spiele, wo man die Spiele auch filmen darf, da würde es dann so ein Special-B-Log geben, ne? Aber sowas wie Weihnachts-Specials oder Silvester-Specials, das wird's einfach nicht mehr geben, das muss uns allen klar sein. Ja. Gut, das waren so meine Punkte. Wir sind gleich bei 10 Minuten, deswegen würde ich das Ganze auch hier gerne beenden. Also, heute Abend um 20 Uhr auf Twitch, auf meinem Twitch-Kanal, streame ich das Finale von Resident Evil 4 DLC Separate Ways. Und ich bin auf eure Meinung sehr gespannt. Bitte unter die Kommentare hier. Kann ein bisschen dauern, bis der Kommentar auftaucht, weil ich den erst genehmigen muss. Und beim Vote bin ich natürlich genauso gespannt. Community-Tab, Vote, haut rein. Okay, das wäre es von mir. Wir sehen uns sehr bald wieder, nämlich spätestens beim nächsten B-Log oder heute Abend beim Livestream. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Tempelmeister.
Tschüss.